Die Börsen ziehen wieder an, überall geht's aufwärts. Das ist eigentlich auch für das neue Jahr 2020 ein sehr gutes Omen. Wir stellen uns heute die Frage, geht die Rallye 2020 weiter? Welche Märkte könnten interessant sein? Und was machen wir mit so unangenehmen Themen wie zum Beispiel dem Handelskonflikt, dem schwachen Wachstum und mit der stark gestiegenen globalen Verschuldung? Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte zu meinem Ausblick auf das neue Jahr. Weihnachten ist vorbei, das alte Jahr ist jetzt auch schon so gut wie vorbei, aber an den Börsen geht es natürlich immer weiter. Und darum ist es ganz gut, dass wir diese Zeit am Jahresende haben, wo wir vielleicht auch ein bisschen Muße mal haben und wo wir uns als Anleger fragen können, wo stehen wir eigentlich gerade an den Börsen und wo geht die Reise möglicherweise hin. Das ist schon immer mal relativ wichtig und die Profis machen es ganz genauso. Und darum gibt es auch von fast jeder Investmentbank die berühmten Ausblicke immer aufs neue Jahr. Und die meisten von diesen Ausblicken, die liegen uns auch schon vor. Wie sehen die aus bis jetzt? Was ist der Konsens so? Ich würde sagen, die Analysten sind optimistisch, moderat optimistisch. Das ist wahrscheinlich nicht die große Überraschung. Das ist eigentlich fast immer so. Egal, was vorher passiert ist, könnte man schon fast sagen, die Investmentbanken sind immer ganz gern verhalten zuversichtlich. Man will sich jetzt also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber man will ja die Leute auch nicht verprellen. Man liest also ganz selten mal einen Ausblick, in dem es dann heißt, oh, das nächste Jahr wird aber total furchtbar, Finger weg von Aktien, liebe Anleger. Außer natürlich bei den richtigen Crash-Propheten, aber bei denen ist es dann wieder so, dass das kommende Jahr jedes Mal ganz furchtbar wird. Und das ist dann auch nicht immer so hilfreich. Und davon mal abgesehen, diesmal ist es eigentlich auch so, dass der Optimismus, den wir momentan haben, eigentlich auch gerechtfertigt erscheint. Wir haben jetzt 2 Jahre lang fast uns mit dem Handelskonflikt gequält. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA, der hat verunsichert, der hat die Weltwirtschaft gelähmt, richtiggehend, der hat die Börsen auch dominiert zum größten Teil. Und dieser Handelskonflikt, der ist jetzt zwar nicht weg, aber die Lage hat sich da wirklich ganz ohne Zweifel entspannt. Und das merkt man jetzt auch an den Börsen natürlich. Also der Knoten ist offenbar geplatzt. Seit einigen Wochen geht es wirklich wieder stark aufwärts. Wir haben eine richtige Jahresendrallye bekommen und wir haben in den USA natürlich auch wieder neue Rekordstände. Und die meisten Analysten sagen, im neuen Jahr ist noch mehr drin. Was ist der Grund dafür? Eigentlich ganz einfach. Das große Thema Handelskonflikt, das ist nicht mehr so dominant. Und gleichzeitig hatten wir ja einen Wachstumsrückgang zwar, aber auf den haben die Notenbanken auch reagiert. Es hat fast überall Leitzinssenkungen gegeben, was das Wachstum dann nächstes Jahr wieder stützen könnte. Und die Weltwirtschaft erholt sich nächstes Jahr vielleicht erstmal nur relativ langsam, aber sie dürfte sich eben doch erholen. Und die Lage sei eben jetzt zumindest deutlich besser als vor einem Jahr und das schaffe an der Börse dann Raum für Kursgewinne. Das ist also das Konsensszenario. Und wenn wir jetzt mal die Situation in den USA nehmen, das ist ja immer noch der wichtigste Finanzplatz der Welt, dann können wir da sagen, dass sich zum Beispiel bei den Institutionellen die Stimmung ganz dramatisch aufgebessert hat. Vor allem gehen jetzt 70% von diesen Investoren davon aus, dass es in den USA keine Rezession gibt 2020. Und das ist schon ganz anders, als es vor ein paar Monaten war. Das ist eine deutliche Stimmungsaufhellung, so stark wie zuletzt im Mai 2009, also direkt nach der Finanzkrise. Das heißt, wir haben beim Sentiment von diesen Anlegern jetzt wirklich ein positives Momentum,
was umso wichtiger ist, weil dieses Jahr aus US-Aktienfonds 23 Milliarden Dollar abgeflossen sind, obwohl die US-Börsen nicht schlecht gelaufen sind. Aber trotzdem haben die Anleger Geld abgezogen, zumindest bis Ende November. Bis dahin habe ich die Statistik. Und es gibt eben gute Chancen, dass dieses Geld jetzt wieder zurückgeht an die Börse. Wie gesagt, es ist das Konsensszenario und es ist im Moment auch mein persönliches Szenario, vorerst zumindest. Auch ich glaube im Moment, dass wir in einer guten Marktphase sind, dass die Börsen jetzt Schwung bekommen haben und dieser Schwung, der dürfte jetzt auch erstmal anhalten. Wie lange anhält, ist schwer zu sagen, aber wir sind sehr wahrscheinlich momentan in einer Phase, in der man mit Aktien Geld verdienen kann. Trotzdem, das Ganze ist auch mit Vorsicht zu genießen. Ich habe am Anfang ja gesagt, die Analysten sind verhalten optimistisch, also nicht super optimistisch, was sie ja durchaus sein könnten in diesem Szenario. Also Handelskonflikt mehr oder weniger vorbei, Weltwirtschaft ist von einem neuen zyklischen Aufschwung, der gerade losgeht vielleicht. Das ist ja eigentlich ein Spitzenszenario, wo man auch richtig euphorisch sein könnte. Aber so richtig die Superbullen, von denen gibt es momentan auch nicht so viele. Und auch das hat seinen Grund. Und der liegt in erster Linie in den Bewertungen, am US-Aktienmarkt. Wir haben in den USA, wie gesagt, immer neue Rekordstände. Das ist der S&P 500-Index die letzten 10 Jahre, also seit Ende der Finanzkrise. Und er hat sich in dieser Zeit verdreifacht. Und das Durchschnitts-KGV von US-Aktien ist es ungefähr bei 20 und das Schiller-KGV, das geglättete, sogar schon fast bei 30. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Luft haben wir denn da noch nach oben? Vor allem, weil wir ja jetzt nicht davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr einen richtigen Wachstumsschub bekommen, sondern nur, dass sich die Wirtschaftslage eben halbwegs verbessert. Für mich ist diese Rallye in den USA, gerade die, die wir in den letzten 2 Jahren gehabt haben, eins der interessantesten Phänomene, weil die letzten 2 Jahre, die waren ja durchaus wirklich schwierig. Es gab ja viele Unsicherheiten und trotzdem, wenn wir uns den US-Aktienmarkt anschauen, dann war der quasi unzerstörbar. Es hat Korrekturen gegeben, aber die sind immer sofort wieder ausgebügelt worden. Das war insofern vielleicht berechtigt, als die US-Wirtschaft immer noch relativ robust war. Es gab ja auch dieses riesige Steuersenkungsprogramm von Donald Trump. Das ist ein Sondereffekt. Es ist ein Effekt, der aber auch nicht alles erklärt. Weil es hat ja in letzter Zeit durchaus Sorgen gegeben, dass dieser Effekt jetzt eben auch ausläuft und das Wachstum in den USA ist ja auch wirklich zurückgegangen. Und wir haben ja auch echte Rezessionsängste gehabt, teilweise letztes Jahr. Aber das hat der Aktienmarkt alles weggesteckt. Und hier ist nochmal der S&P 500, diesmal auf 2 Jahre. Also es hat eine scharfe Korrektur gegeben, vor einem Jahr ungefähr. Da ist den Anlegern kurz klar geworden, dass auch in den USA das Wachstum zurückgeht und zwar stark zurückgeht. Aber auch diese Korrektur war eben sehr kurz und im Frühjahr ist es dann sofort wieder nach oben gegangen. Der US-Markt also sozusagen unkaputtbar die letzten 2 Jahre. Wir haben überall auf der Welt Kapitalabflüsse gehabt, in Emerging Markets vor allem. Wir haben noch stärkere Abflüsse gehabt in den Frontier Markets. Man ist überall rausgegangen, man hat überall das Aktienrisiko eher gemieden, nur nicht in den USA. In den USA ist es immer ganz hervorragend gelaufen, unterm Strich. Und was diese Outperformance von US-Aktien noch erstaunlicher macht, das ist der Vergleich zum amerikanischen Bondmarkt. Das sind in den letzten 2 Jahren die Renditen von US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Und dieser Markt, der Anleihemarkt, der sendet völlig andere Signale.
Sie erinnern sich, am Aktienmarkt geht im September 2018 die Korrektur los. Das ist genau die Zeit, in der die Zinsen auf 10-jährige Staatsanleihen stark gestiegen sind und wo sie den Höchstwert erreicht haben. In der Spitze waren es 3,2%. Und ich vermute, dass damit für die Aktienanleger eine Schmerzgrenze erreicht worden ist. Ich glaube nämlich nicht, dass die Börsen nur wegen dem Handelskonflikt korrigiert haben. Wir schieben immer alles auf den Handelskonflikt. Der Handelskonflikt hat ja auch eine sehr große Rolle gespielt. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel schon im Jahr 2017, als alles ganz großartig aussah noch, dass da die Erwartungen an die weitere Entwicklung eben schon zu hoch waren. Teilweise waren die Börsen wahrscheinlich auch überhitzt. Und was die Anleger damals auch vergessen haben, das war, dass dieses rosige Szenario damals, dass alles ganz wunderbar läuft, dass dieses Szenario unweigerlich höhere Zinsen erzwingt. Und das ist eben eine Sache, die nach wie vor nicht klar ist, ob die reichen Länder deutlich höhere Zinsen einfach so wegstecken. Wir sind ja ultra niedrige Zinsen gewohnt. Die Verschuldung von den US-Unternehmen ist seit der Finanzkrise um 50% gestiegen. Die liegt jetzt bei 10 Billionen Dollar. Und da sind steigende Zinsen ein Problem. Und wie wir sehen können an der wirtschaftlichen Entwicklung, die USA haben diesen Zinsanstieg eben offenbar auch nicht so einfach weggesteckt. Das ist zumindest ein Zusammenhang, den ich sehe. Und was ist dann passiert? Wachstum ist deutlich zurückgegangen. Darauf haben wiederum die Zinsen reagiert und zwar auch sehr stark. Die sind dann eben auch zurückgegangen und zwar von eben diesen 3,2% auf unter 1,5% in der Spitze. Die haben sich also in weniger als einem Jahr halbiert. Und das ist meiner Meinung nach der Grund gewesen, warum sich der US-Aktienmarkt dann stabilisiert hat ziemlich schnell und dass er dann sogar weiter gestiegen ist. Weil durch diese fallende Zinsen eine unglaubliche Entlastung gekommen ist. Man kann letzten Endes sagen, die Anleger waren kurz in Panik, aber dann sind eben die Zinsen stark gefallen und dadurch haben die Anleger wieder das bekommen, was sie wollten. Es ist aber gleichzeitig auch eine relativ absurde Situation eigentlich. Also der Aktienmarkt signalisiert uns ja, alles ist in Ordnung und der Anleihemarkt hat uns aber einen starken Wachstumsrückgang signalisiert. Und das tut er im Grunde ja auch immer noch. Also die Zinsen haben sich natürlich seit September jetzt erholt, aber sie sind jetzt nicht enorm stark gestiegen. Und darum würde ich durchaus auch weiterhin sagen, was da vom Anleihemarkt momentan ausgesendet wird, das sagt uns keineswegs, dass es wirtschaftlich jetzt so richtig aufwärts geht in den USA. Und diese starke Divergenz zwischen diesen beiden Märkten, die ist auch nicht haltbar auf Dauer. Ich halte es für abwegig, dass der Marktzins so niedrig bleiben kann und dass der Aktienmarkt aber gleichzeitig ein Traumszenario einpreist letzten Endes. Einer von den beiden Märkten liegt falsch. Und es gibt noch eine ganz interessante Entwicklung an den Börsen, und zwar wie sich verschiedene Arten von Aktien entwickelt haben. Die haben sich nämlich auch sehr unterschiedlich entwickelt. Es ist ja auch in den USA nicht so, dass jetzt wirklich alle Aktien teuer wären. Bestimmte Aktien sind teuer. Also es gibt zum Beispiel Schwergewichte bei den Wachstumsaktien oder auch einfach Aktien mit einem starken Momentum, wo eben der Trend nach oben geht. Und diese Aktien sind teuer zurzeit, aber andere Aktien sind sogar relativ günstig. Zyklische Aktien zum Beispiel, aber auch klassische Value-Aktien, also Aktien, wo sich vielleicht nicht viel tut in der Geschäftsentwicklung, aber wo wir eine hohe Werthaltigkeit haben im Vergleich zum Börsenwert. Und hier ist eine Grafik von der Bank of America. Da geht es speziell um Value-Aktien im Vergleich zu Momentum-Aktien, also Trend-Aktien. Und das ist sehr bemerkenswert.
Da sehen wir nämlich, dass Value-Aktien im Vergleich zu diesen Momentum-Aktien so günstig sind wie noch nie in den letzten 20 Jahren. Es haben sich also alle wieder mal nur auf diese Trend-Aktien gestürzt und die Value-Aktien, die hat man links liegen gelassen. Aber das könnte sich eben wieder umkehren, oder es war zumindest in der Vergangenheit immer so, dass in dem Moment, wo so eine Diskrepanz erreicht ist, dass es da wieder zu einem Umschwung kommt. Ich kann das Thema nur kurz anreißen, aber es ist auf jeden Fall nicht nur in den USA so, das ist an vielen Börsen so. Ich mache dazu nächste Woche ein Extra-Video, da gehe ich auf das Thema Value-Aktien nochmal im Detail ein. Wenn Sie das Video auf jeden Fall sehen wollen, dann am besten Kanal abonnieren natürlich, unseren Zukunftsmärkte-Kanal. Und bei der Anmeldung dann auch immer gleich die Glocke drücken, dann kriegen Sie nämlich auch gleich Bescheid, wenn der Beitrag dann da ist, was die Sache sicherlich einfacher macht. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Value könnte wirklich wieder ein Thema werden die nächsten Jahre. Und das kann man auch kombinieren mit anderen Themen, nämlich zum Beispiel mit den Börsen, die ja gegenüber den USA zurückgeblieben sind. Vielleicht europäische Börsen, aber ganz besonders eben auch Schwellenländer Börsen. Wenn es wirklich stimmt, was die Mehrheit der Analysten zurzeit sagt, dass sich die Lage jetzt eben doch bessert und dass sich die Weltwirtschaft erholt, dann ist es sicherlich für die Wall Street auch wahrscheinlich nicht schlecht. Aber wie wir gehört haben, da sind eben die Bewertungen schon relativ hoch. Und die Börsen, die in so einem positiven Szenario aber überdurchschnittlich sich entwickeln sollten, die da überdurchschnittlich profitieren, das sind eben sehr wahrscheinlich die Schwellenländer Börsen, weil die sind zurückgekommen, die sind günstiger bewertet und die Anleger sind da momentan auch stark untergewichtet. Und das macht sie eben in einer Situation, in der der allgemeine Optimismus für die Weltwirtschaft steigt, dann eben auch besonders interessant. Und dass es so ist, das zeichnet sich momentan auch schon ab. Wir haben hier den MSCI Emerging Markets Index auch auf 2 Jahre. Der Index ist gefallen, der ist vor allem 2018 überdurchschnittlich stark gefallen. Aber jetzt die letzten Wochen, die letzten Monate, da sind wir endlich wieder in einer Aufwärtsbewegung und gerade auch in den Emerging Markets hat sich jetzt die Stimmung stark verbessert und auch von der Charttechnik her sieht es jetzt natürlich auch wieder deutlich besser aus in den Schwellenländern. Und das Ganze könnte man kombinieren, zum Beispiel mit einer Value-Strategie, also sozusagen eine Schwellenländer-Value-Strategie, wo man dann vielleicht auch mal in den Schwellenländern nach Aktien sucht, die unterbewertet sind. Und davon gibt es auf jeden Fall einige. Und das wäre so eine Strategie, wo ich sagen würde, da hätte man mittelfristig, langfristig auf jeden Fall noch ganz gute Perspektiven damit. Ansonsten halten wir fest, es geht aufwärts, die Anleger sind wieder optimistisch. Ich bin es auch, wie gesagt, erstmal zumindest. Ich glaube aber auch, dass wir bestimmte Probleme immer noch haben. Der Handelskonflikt immer noch irgendwo ungeklärt, dann Wahlen in den USA nächstes Jahr. Das sind alles Dinge, die kann man im Moment natürlich schwer einschätzen. Das muss man sowieso im Auge behalten noch. Dann Thema globale Verschuldung. Das ist was, das zurzeit völlig unter den Tisch fällt. Das ist für viele Anleger wirklich nur eine Fußnote, die keine großen Konsequenzen hat. Oder im Gegenteil, steigende Verschuldung wird eigentlich positiv gesehen, sogar auch wenn man sich das nicht so eingesteht, weil sie kurbelt ja das Wachstum an. Es wird auch teilweise noch mehr Verschuldung gefordert. Man sieht da also kein großes Problem darin, aber es ist natürlich ein Problem. Es ist auch ein Problem, das die Märkte einholen kann, wieder früher oder später. Mit anderen Worten, die Lage ist nicht so eindeutig. Die Lage ist widersprüchlicher an den Börsen momentan, als sich das viele so denken. Und es geht eben am Finanzmarkt nicht nur um den Handelskonflikt.
Das habe ich versucht zu zeigen am Beispiel USA. Ich habe überhaupt nichts gegen die Rekordstände in USA. Die US-Börsen, die dürfen gerne immer weiter steigen. Die Frage ist immer nur, wie rechtfertigt man das? Und je weiter die natürlich steigen, desto schwieriger wird das Ganze. Und wir brauchen langsam für die US-Aktien ein Szenario, das wirklich absolut ideal ist. Die Anleger glauben momentan, wir hätten dieses Szenario, weil das Wachstum zurückkommt und trotzdem sind die Zinsen wunderbar niedrig. Also jetzt im Moment sieht es schon ganz gut aus. Aber es kann meiner Meinung nach nicht immer so bleiben. Dieser Korridor mit Wachstum auf der einen Seite und niedrige Zinsen auf der anderen Seite, der wird immer enger, je stärker die US-Aktien noch steigen. Irgendwann wird er dann vielleicht zu eng. Oder eine von den beiden Stützen bricht sogar weg und dann kann man die hohen Bewertungen gar nicht mehr rechtfertigen. Dann wird es möglicherweise wirklich schwierig. Und apropos schwierig, das Wort schwierig bringt uns zu unserem nächsten Chart, nämlich zu Gold. Auch hier der Chart von 2 Jahren in US-Dollar. Es hat eine Goldrallye gegeben, die war aber jetzt im Herbst dann erstmal vorbei. Das habe ich ja auch mehr oder weniger so angekündigt in meinem Video zu Gold im September. Das Ganze war auch folgerichtig. Im Herbst ist der Optimismus allgemein wieder gestiegen. Die Zinsen haben sich auch wieder etwas erholt. Von daher ist es schon nachvollziehbar, dass Gold da eine Pause gemacht hat. Aber in den letzten Wochen haben wir jetzt wieder einen Anstieg, sogar einen kleinen Ausbruch nach oben. Und der ist nicht unbedingt folgerichtig. Zumindest dann nicht, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ja aufwärts geht und dass dieser ganze Optimismus an den Märkten ja auch gerechtfertigt ist. Und auch diesen Goldanstieg sollten wir zur Kenntnis nehmen. Die Goldkäufer, die waren jetzt erstmal eine Weile zurückhaltend, sie kommen jetzt aber wieder. Und das kann heißen, dass es vielleicht doch nicht ganz so glatt läuft mit dieser ganzen Erholung. Mit Blick auf viele Risiken, die wir immer noch haben, oder vielleicht auch mit Blick auf die Inflation. Zu Gold gibt es noch viel zu sagen und das machen wir auch und zwar in unserem nächsten Zukunftsmärkte-Report. In dem Report, da geht es eben nächste Woche um Gold und um Edelmetalle und wie da die Aussichten sind im nächsten Jahr. Und die Zukunftsmärkte-Reports von uns, die sind natürlich auch kostenlos. Jeder kann die gratis lesen. Sie müssen sich dafür nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de und der Anmeldelink ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Und jeder, der sich anmeldet, wie gesagt, der kriegt dann nächste Woche auch gleich den Gold- und Edelmetall-Report von uns. So, und das war's mit unserem Ausblick. Ich freue mich, dass Sie durchgehalten haben, dass Sie dran geblieben sind. 2020 wird garantiert auch wieder ein sehr spannendes Jahr an den Börsen. Es wird ein Jahr, wo wir viele spannende Themen haben werden und wo es auch mit Sicherheit wieder einige Anlegerideen, Anlageideen geben wird, die ganz spannend sind. Ich hoffe, Sie haben einen guten Start ins neue Jahr, was ich Ihnen natürlich wünsche. Feiern Sie auch ein bisschen. Lassen Sie sich's gut gehen, Sie haben sich's verdient. Wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder, wenn Sie wollen. Bleiben Sie gesund und alles Gute Ihnen natürlich.